Kennt ihr eigentlich das Lady O? Ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert und die hat gesagt, dass es hier einen ganz abgefahrenen Puff gibt, eben das Lady O. Wollen wir da nicht hinfahren? Bitte, als Frau kommt das uns allein da nicht rein. Lady O ist doch der Nobelschuppen in der Heilmannstraße hinter dem Baumarkt, ja, ganz oder? Genau. Heilmannstraße 407, das ist doch genau eure Bier, oder nicht? Wir können da unmöglich jetzt einfach so reinschneiden. Ja, das geht nicht so einfach, weißt du? Aber wir können in den Bienenkorb gehen. Das ist auch so ein teurer Laden, ne? Bienenkorb. Ja, da war doch im Frühjahr die Schießerei, weißt du noch? Da können wir doch irgendwas nachfragen. Ich meine, die kennen uns doch, ne? Ach nee, ich will aber ins Lady O. Bitte. Bitte, da drin soll es aussehen wie in einem Raumschiff. Echt? Bitte, Olli. Okay, dann los. Ich finde das jetzt nicht gut. Jürgen, los, komm, jetzt sei nicht so langweilig. Olli, wir sind im Dienst. Komm, wir schauen da jetzt mal vorbei. Mehr als Nein sagen können die ja nicht. Olli, du kannst da doch nicht reinspazieren, dich mal eben so umgucken. Los, Jürgen, einsteigen. Oder willst du hier bleiben? Pass mal auf, wie er weggeht. Wieso? Ja. Hey! Abend. Ratzke, Kripo Köln, Gesundheitsdezernat. Da liegt jemand mit einer Salmonellenvergiftung in der Uniklinik. Gibt an, dass er gestern Abend einen Schrimpscocktail bei Ihnen gegessen hat. Das ist Frau Dr. Rosenfeld, unsere Lebensmittelexpertin. Wir müssten da bitte mal einen Blick in Ihre Küche werfen, ja? Ja, das kann ich ja nicht entscheiden, ne? Voll den Geschäftsführer, ja? Ja, bitte. Scheiße, jetzt kommt der Geschäftsführer. Der will doch sicher den Namen von dem Typen im Krankenhaus. Die haben bestimmt ein Video da, die können uns sehen. Ja, dann lass uns gehen. Ja, das ist ja nun das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man aus der Gastronomie kommt. Becker. Ratzke. Angenehm. Dürfte ich Ihnen einen Vorschlag machen? Sie werden verstehen, wenn wir außenrum zur Küche gehen. Diskretion ist alles in meinem Geschäft. Und wenn Sie mir folgen wollen, ja, der Lieferanteneingang ist um die Ecke. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das von unseren Schrimps kommt. Wir bekommen jeden Donnerstag frische Ware. Wie wollen Sie überhaupt so sicher sein, dass die Salmonellen von uns kommen? Ich meine, der gute Mann kann sich das auch sonst vorgeholt haben. Da werden Bakterienproben auf den Mageninhalt angesetzt. Die Tests sind da ziemlich klar in Ihrer Aussage. Sie hatten in den letzten 3 Tagen keinen Stromausfall. Die Temperatur der Kühlung lag immer konstant bei 18 Grad minus. Das ist selbstverständlich. Wir haben doch die modernsten Geräte. Die habe ich doch erst vor einem Jahr angeschafft. Ich meine, wir haben ja auch kulinarische Ambitionen. Wir sind ja nicht nur für unsere schönen Mädchen bekannt. Die Temperatur ist okay. Wo sind denn hier die Toiletten, bitte? Ja, wenn Sie rauskommen, links den Gang hoch und dann an der Bar wieder links. Aber Sie können ganz sicher sein, die Toiletten sind tipptopp. Nein, ich muss mal. Privat. Wir desinfizieren mit Chlorix. Alle 2 Stunden. Ja, dann wirklich nehmen wir mal 2 von diesen fertigen Cocktails hier mit. Könnten Sie uns die bitte einpacken lassen fürs Labor? Wir melden uns dann sofort, sobald das Ergebnis da ist. So. Ja, gut. 2 Cocktails für die Herren.